Hallo und willkommen zurück zu Legend of Heroes Trails of Cold Steel, wo es langsam auf den Herbst zugeht. Wir haben jetzt mittlerweile den 15. September, aber ich denke, es wird immer noch warm genug für die Sommeruniform Half sein. a month after the incident at Gorelia Fortress, a sense of lingering unease still hung over the Empire. Einen halben Monat nach dem Vorfall in Garelia Fortress war die Stimmung immer noch ein bisschen unbehaglich im Kaiserreich. The government increased patrols by the Railway Military Police as part of their counter-terrorism measures. Die Regierung hat die Patrouillen durch die Bahnpolizei erhöht, als Teil ihrer Antiterrorismusmaßnahmen. Und bevor das jetzt hier weitergeht, muss ich noch mal eine blöde Idee loswerden, die ich hatte. Und zwar, ganz zuallererst dachte ich mal, also bevor wir überhaupt C gesehen hatten oder bevor der Name C überhaupt gefallen ist, beziehungsweise doch, da haben wir ihn gerade gesehen, genau das erste Mal, aber wir wussten noch nicht, dass C ist, glaube ich. Da hatte ich überlegt, ob vielleicht der Kanzler selber C sein konnte, was natürlich dann später total unlogisch gewesen wäre, wenn der Kanzler das Anschlagsziel ist. Aber nach der letzten Folge überlege ich, ob es nicht doch sinnvoll sein könnte, dass der Kanzler das Ziel ist. Denn diese ganzen Anschläge haben ja alle nicht geklappt. Vielleicht war genau das sein Plan, Anschläge machen zu lassen, die dann nicht funktionieren, damit er dann entweder vielleicht einen gewissen Mythos hat als unbezwingbar oder sowas. Oder, die Idee kommt mir jetzt gerade erst durch die Antiterrorismusmaßnahmen, dass er in der Lage ist, bestimmte Gesetze durchzubringen, die er sonst nicht hätte durchbringen können. Naja, gucken wir mal, was hier noch weiter While passiert. the noble faction bolstered their provincial armies, there were even rumors that they'd hired several Jaeger corps. Und die adligen Fraktion hat auch ihre Provinzarmeen ausgebaut. Es gibt sogar Gerüchte, dass sie einige Jägerkorps angeheuert haben. At the center of everything was the Imperial Liberation Front. Und im Zentrum von allem stand die Kaiserliche Befreiungsfront. They had allied with a terrorist group from the Republic of Calvert to attack the trade conference in Crossbell. Sie hatten sich verbündet mit einer Terroristengruppe aus der Republik Calvert, um die Handelskonferenz in Crossbell anzugreifen. Aber deshalb hatten wir da noch nichts von gehört, von dieser anderen Truppe, die kam ja gar nicht aus Erebonia. And as we'd seen firsthand, had attacked Gorelia Fortress in an attempt to fire the two railway guns stationed there. Und wie wir es mit eigenen Augen sehen konnten, haben sie dann die Festung Garelia angegriffen und versucht, die zwei Schienenkanonen, die dort stationiert sind, abzufeuern. They'd made it abundantly clear that they were no mere insurgents. These were dangerous people we were dealing with. Und dadurch wurde es ganz klar und deutlich, dass wir es hier nicht mit Dilettanten zu tun hatten. Das waren gefährliche Leute, mit denen wir es hier zu tun hatten. And following their attempts to target Chancellor Osborne and the Reformist faction. Und nach ihren Versuchen, Kanzler Osborne als Ziel auszuwählen und die Reformpartei, Rumors started to spread of a possible connection between the Imperial Liberation Front and the Noble faction itself. gab es dann Gerüchte, dass es eventuell eine Verbindung zwischen der Kaiserlichen Befreiungsfront und der Fraktion der Adligen geben könnte. Also links der Kollege, das ist ja der, ist es Cayenne und den rechts kenne ich gar nicht. Es wird sicherlich auch einer von den vier großen Häusern sein, oder ist das vielleicht sogar Albarea? Den habe ich ja nur mal kurz gesehen. Und dann auch in Farbe. Meanwhile, new information was filtering in from Crossbell that surprised us all. Inzwischen drangen weitere Informationen aus Crossbell ein, die uns alle überraschte. Und wenn ich die Zeitung jetzt hier schon lese, Unabhängigkeitserklärung, Crossbell State. Ich dachte, Crossbell wäre schon unabhängig. During the conference,
one of the representatives of Crossbell's state government made the daring declaration. Während der Konferenz hat einer der Vertreter des Staates Crossbell, oder nein, der Regierung des Staates Crossbells, eine waghalsige Erklärung verlauten lassen. That Crossbell would soon declare its independence, breaking free from its neighbors Calvert and Erebonia. Dass Crossbell schon bald seine Unabhängigkeit erklären würde, um sich ein für alle Mal zu befreien von ihren Nachbarn Calvert und Erebonia. Ja, aber wenn es jetzt nicht unabhängig ist, zu wem gehört es dann? To no one's surprise, both the imperial government and the noble faction dismissed it as nothing more than delusional raving. Es war keine Überraschung, dass sowohl die kaiserliche Regierung als auch die Fraktion der Adligen das als kompletten Schwachsinn abtat. But one thing was clear. That declaration only served to increase the tension in Erebonia and across the continent. Aber eine Sache war klar. Diese Erklärung diente lediglich dazu, die Spannung in Erebonia noch weiter zu verstärken und über dem gesamten Kontinent. Selina hat keinen Bock. Wie immer. Wichtige Leute hier. Ach, das sind cool, clear autumn day. Cayenne und Albarea, die jetzt eventuell hier auch in der Akademie ihren Einfluss geltend machen wollen. An einem klaren, kühlen Herbsttag. Wir haben den 15.09., das ist offiziell noch kein Herbst, wollte ich nur mal anmerken, ja? The Academy's prestigious board of directors gathered for their first meeting of the year. Ah ne, es ist harmloser. Es ist das Direktorium der Akademie, was sich zusammenfindet. Das erste Treffen dieses Jahr. Und natürlich ist Sharon auch dabei. Also vor der Tür zumindest. And that concludes my biannual report. Und das damit beschließe ich meinen zweijährigen Bericht. Also alle zwei Jahre muss er wohl Rechenschaft ablegen. Good, good. It seems the Academy is running like a well-oiled machine. No administrative issues to speak of. Gut, gut. Es scheint so, als ob die Akademie läuft wie eine gut geölte Maschine. Es gibt hier keine Verwaltungsgeschichten, über die wir reden müssten. Student performance is sitting comfortably above the national average on exams and on general aptitude tests too. Und die Leistung der Studenten ist ist weit über dem Durchschnitt, weit über dem nationalen Durchschnitt, was die Prüfungen angeht und auch was die allgemeinen Neigungstests betrifft. Das kann aber auch sein, dass sie damit sowas wie Betragennoten oder so, solche Sachen meinen. The second year students seem to be having a banner year as well. Und auch die Studenten des zweiten Jahrgangs haben ein gutes Jahr. The student council president in particular has built up an outstanding array of extracurricular achievements. Und der Präsident des Studentenrates, also er meint damit Toa, insbesondere hat ein außerordentliches weites Feld von Errungenschaften erreicht, die nicht im Lehrplan vorkommen. Also das heißt auch außerhalb des Lehrplans noch sehr viel erreicht. Well, she attended last month's trade conference and from what I hear, she put the professional secretaries to shame.
Ja, sie war ja bei der Handelskonferenz letzten Monat dabei. Und was ich so gehört habe, hat sie die professionellen Sekretäre in den Schatten gestellt. I only wish the conference could have ended on a more positive note. Ich hätte mir nur gewünscht, dass die Konferenz mit einem etwas positiveren Ausblick geendet hätte. I'll say, the share prices of my company have been on a real rollercoaster ride ever since. Ja, würde ich sagen. Oder dem würde ich zustimmen, denn die Aktienpreise meiner Firma waren einer richtigen Achterbahnfahrt unterworfen seitdem. Undoubtedly, what happened at the trade conference has wreaked havoc on the economy as a whole. Zweifelsohne, was bei der Handelskonferenz passiert ist, hat die Wirtschaft schwer erschüttert. But moving on. Aber kommen wir nun zu einem anderen Punkt. I couldn't help but notice in the recent exam reports that class 1 and 2's academic performance seems to be slipping. Ich konnte nicht übersehen, dass in den letzten Prüfungsberichten die Leistungen von Klasse 1 und 2 ein wenig nachließen. Perhaps the preferential treatment given to the upper class students is hindering their scholastic development? Vielleicht hindert die bevorzugte Behandlung der oberen Klassen, vielleicht behindert das die schülerische Entwicklung von denen. Ja, ich glaube, das sagt Regnitz jetzt mit Hintergedanken. Der hat ja was gegen Adlige. Und vielleicht will er denen hier auf diese Art und Weise einen auswischen. Vielleicht hat es aber auch Hand und Fuß. Well, students belonging to the nobility are allowed to return home during August to learn more about their family's lands. Nun, Studenten, die dem Adel angehören, die dürfen im August ein paar Tage nach Hause fahren, um mehr über das Land ihrer Familie zu erfahren. It's a tradition here, but one I can't help but wonder if we've outgrown the need for in this modern age. Das hat die Tradition, aber man muss sich natürlich fragen, ob wir in diesen modernen Zeiten dieser Tradition vielleicht entwachsen sind. If I may, traditions accumulate and hold meaning only so long as they're preserved. Falls ich darf, Traditionen sammeln sich an und behalten nur dann ihre Bedeutung, wenn sie auch erhalten werden, wenn sie auch bewahrt werden. Also was der Sinn von Traditionen, wenn man sie alle Nase lang wieder aufgibt. Ich finde es aber auch keine schlechte Tradition. Schließlich sind ja teilweise die Adligen hier dann auch die Erben von dem Adligen. Und die müssen ja zumindest wissen, was in dem Land vor sich geht. Und das sind die 5 Tage ja noch echt wenig Zeit, die die zu Hause verbringen können. Eigentlich müsste es noch mehr sein. Und bei den Bürgerlichen, wenn der Vater jetzt Bäcker war oder Dachdecker oder Gerber oder was auch immer, und der Student hier später in die Militärlaufbahn gehen muss, dann muss er nicht wissen, wie es jetzt gerade mit dem Bäckerhandwerk so läuft und so. Es ist natürlich schön, dann auch mal Urlaub zu haben, zu Hause entspannen zu können, aber nicht notwendig. Für die Adligen halte ich es durchaus für notwendig. Our nation's culture, its arts, its social classes. Die Kultur unseres Landes, seine Künste und ihre sozialen Klassen. All are rich with tradition that makes Erebonia what it is. And I believe we have a duty to protect and uphold them. Alle sind voller Traditionen, die Erebonia erst zu dem macht, was es ist. Und ich glaube, wir haben die Pflicht, diese Traditionen zu schützen und hochzuhalten. After all, does not this very institution champion the ideals of its founder, Emperor Dreikls? Und verehrt nicht zuletzt diese Akademie die Ideale von ihrem Gründer Kaiser Dreichels?
Indeed it does. Though I've always understood Dreikel's intent to be the founding of an academy for the people. In der Tat, das tut sie. Allerdings habe ich Dreikels immer so verstanden, dass er die Akademie für die Menschen gegründet hat, für das Volk. Even 200 years ago, when education was seen as the province of the nobility, male commoners were permitted to enroll. Sogar vor 200 Jahren, als es Bildung vornehmlich nur unter den Rängen der Adligen gab, durften sich schon männliche Bürgerliche hier einschreiben. Today we have plenty of young women attending, and the commoners easily outnumber the nobles on campus. Und heutzutage haben wir viele junge Frauen, die hier teilnehmen, und die Anzahl der Bürgerlichen ist sogar größer als die Zahl der Adligen, die hier unterrichtet werden. Ja, das passt auch so ein bisschen jetzt mit 200 Jahre zuvor, wenn man jetzt überlegt, 1870 ungefähr, wenn man jetzt mal guckt, 1670, das könnte ungefähr so eine Zeit sein, wo vielleicht auch Universitäten gegründet wurden oder so. Das weiß ich jetzt aber nicht. Das kann natürlich sein, dass es auch schon im Mittelalter Universitäten gab oder so, aber sonst war Bildung wirklich Sache des Adels. Und durch die Universitäten wurde die Bildung dann weiter verbreitet. Perhaps it's time we started taking strides to realize Emperor Dreikel's true ideal. Vielleicht ist es an der Zeit, mal darüber zu diskutieren, was Kaiser Dreikels wirkliche Ideale waren. You seem to be laboring under a few misconceptions here. Commoners were permitted to attend, but only as retainers. Du scheinst da einige oder das Konzept nicht ganz verstanden zu haben. Die Bürgerlichen durften hier zwar teilnehmen, aber nur als Retainer. Das muss ich gerade mal eben nachschauen. Kann ich jetzt gerade nicht nachschauen. Also auf jeden Fall nur als Mitglieder zweiter Klasse. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Retainer sind. Finde ich übrigens sehr interessant, dieses Gespräch hier zwischen Rufus und Regnitz, Karl Regnitz, genau so heißt er. Dass sie sich viel erwachsener miteinander unterhalten als jetzt Machias und Jusis, was natürlich auch ganz normal ist. Aber wenn man halt diese mal vergleicht, die Diskussion, die Machias und Jusis geführt haben, sind ja auch beide gegeneinander, aber dann machen die das doch wesentlich dilettantischer als jetzt hier Rufus und Karl. Retainers served knights, who served lords, who served the emperor. That's the way the Erebonian society functioned. Und die Retainer haben dann die Ritter unterstützt und die Ritter haben dann die Lords unterstützt und die Lords haben dann den Kaiser unterstützt. So funktioniert halt die erebonianische Gesellschaft, also ein Feudalsystem. Wir haben einen Kaiser, der gibt seinen Lords Land und die Lords haben aber auch die Aufgabe, das Land zu beschützen und im Kriegsfall den Kaiser zu unterstützen. Die Lords wiederum vergeben auch wieder Land an Ritter. Die können dann da Sachen machen, müssen aber natürlich den Lord dann wieder unterstützen. Und die Ritter haben dann halt Bauern dort arbeiten lassen, um dann halt die Feldfrüchte dann da ihren Feldzehen zu bekommen. Da gab es ja irgendwie die Kirche hat 10% der Ernte bekommen, der Ritter, dem das Land gehört hat, 10% bekommen und nochmal 10% ging irgendwohin, das weiß ich jetzt nicht mehr. Also könnte man jetzt sagen, 30% Steuern, ja, super Sache. Aber die Ernte war ja auch nicht so reichlich damals und 30% davon abzugeben war schon schwierig. Und dann gab es ja auch weniger Leistung dafür. Und das waren ja nicht nur 30% Steuern, auch die Bauern mussten ja Militärdienst machen für ihre Ritter und so. From that vantage, the structure of the academy in its earlier days certainly seems to have embodied that social order. Und aus diesem Gesichtspunkt hat die Struktur der Akademie der frühen Tage auf jeden Fall diese soziale Ordnung verkörpert. And if that's so, what is there to suggest that it's not the social order itself that has become the aberration? Und wenn das nun so ist, was spricht dagegen anzunehmen, dass es nicht genau diese soziale Ordnung ist oder diese Standesordnung,
die das Ziel von dem Ganzen war. Schade, dass ich jetzt hier nicht nachgucken kann, was die Worte teilweise bedeuten. Aberration sagt man nämlich auch nichts. Well. Nun. For one, if that were the case, it would be far easier for me to see my views put into practice. Ja, zum einen, wenn das wirklich der Fall war, wäre, dann wäre es viel einfacher für mich, wie meine Ansichten oder meine Visionen, könnte man hier sogar sagen, in die Tat umgesetzt werden. But I can hardly get a word in edgewise between you two. Aber es ist ja schwer für mich überhaupt zu Wort zu kommen, während ihr beide euch gerade hier streitet. Well, I'd certainly enjoy a return to the way things were in Dreikel's time, at least in that particular respect. Ich würde auf jeden Fall es begrüßen, es auf die Art und Weise weiterzumachen, wie damals zu Zeiten Dreichels, zumindest in diesem einen besonderen Gesichtspunkt. Our apologies, Your Highness. Wir bitten um Entschuldigung, Eure Hoheit. Well, our role here is to consider your views and work toward implementing them. Nun, unsere Aufgabe hier ist es doch, eure Ansichten zu bewerten oder zu bedenken und darauf hinzuarbeiten, sie umzusetzen. See what I mean? Tja, versteht ihr, was ich meine? Would you be so kind as to help me out here, Principal? Wärst du so gütig, mir kurz auszuhelfen, Direktor? I'm here to moderate this board. It wouldn't do for me to express my position on the issues at hand. Ich bin hier nur der Moderator, der Vermittler an diesem Direktorium. Und daher kann ich hier nicht meine persönlichen Meinungen kundtun. That said, I'm sure your passion for reform will triumph in the end, Your Highness. Aber ich bin sicher, dass eure Leidenschaft für Reformen letztendlich triumphieren wird. I suppose I should have known better than to look to my old teacher for sympathy. Ich schätze, ich hätte es besser wissen sollen, als meinen alten Lehrer um Sympathie zu bitten oder von meinem alten Lehrer Sympathie zu erwarten. It warms my heart to see such a fine teacher-student relationship. Ach, es wärmt mir das Herz, eine solche schöne Lehrer-Schüler-Beziehung zu sehen. Now, if I may, I'd like to steer this discussion toward a rather timely topic. Es ist immer schön, wenn man an der Musik schon merkt, jetzt wird's ernst. Falls ich darf, würde ich diese Diskussion gerne in ein Fahrwasser lenken für ein bestimmtes Thema. Oder ein dringendes Thema ist, glaube ich, mit Timely jetzt gemeint. We've already touched on the issues regarding the Orbal Net and the Orbal Staves, but... Wir haben die Themen Spheronetz und Spherostäbe ja schon am Rande gestreift, aber... I'd like to stress again that the adoption of new security measures for the Orbal Net should be a top priority. Ich würde gern noch mal darauf hinweisen, dass die Anwendung der neuen Sicherheitsmaßnahmen für das Spheronetz oberste Priorität sein sollten. Well, I'm certainly inclined to agree. Ja, dem kann ich nur zustimmen. But we'll have to rely on the Foundation directly, as things are looking a little shaky with the IBC. Allerdings müssen wir uns direkt an die Stiftung wenden, denn die Dinge laufen gerade nicht besonders gut mit der IBC. IBC war ja die International Bank of Crossbill. Ja, die ist sicherlich nicht ganz gut auf Erebonia zu sprechen momentan. You can leave that to me. Das kannst du nur mir überlassen. The other matter I'd like to review is the use of the Orbal Staves and the Arcus Units. Die andere Sache, die ich gerne untersuchen möchte, ist die Benutzung der Spherostäbe und der Arcus-Einheiten. Or more specifically, we need to talk about how Class 7 should operate from here on out. Oder genauer gesagt, müssten wir mal drüber sprechen, wie genau Klasse 7 von hier an operieren sollte.
Setting aside the fact that my daughter is a member of Class 7. Einmal die Tatsache beiseite, dass meine Tochter Mitglied von Klasse 7 ist. I think we need to reconsider how the class should be run, in light of what happened at Gorelia Fortress. Denke ich, wir sollten neu überdenken, wie die Klasse geführt werden soll. Oh, willst du Sarah ablösen? Gerade in Bezug auf den Dingen, die da in Gorelia Fortress geschehen sind. While it certainly proved an excellent chance to see what the Arcus units are capable of. Während es definitiv eine exzellente Gelegenheit war, zu sehen, zu was die Arcus-Einheiten tatsächlich in der Lage sind. I have serious doubts about whether we should carry on with these field studies, given the current political climate. Habe ich doch ernsthafte Zweifel, ob wir überhaupt diese sogenannten Exkursionen noch fortsetzen sollten, wenn man das derzeitige politische Klima bedenkt. It would be difficult to do so, I admit. Ja, das ist wohl schwierig, das so weiterzuführen, muss ich zugeben. With the terrorists at large and the problems in Crossbell unresolved, these are uncertain times. Während die Terroristen gerade so einen Aufschwung erleben und dann noch die ganzen Probleme in Crossbell ungelöst sind, sind es halt unsere sichere Zeiten. Ich lebe jetzt ja schon eine ganze Weile und kann sagen, solange ich lebe, waren es immer unsichere Zeiten. Also es gibt keine Zeit, wo man aus der Gegenwartsperspektive sagt, oh Mensch, da läuft aber alles super. Man hat immer das Gefühl, dass gerade irgendeine Form von Krise da ist. Das heißt, und momentan haben wir halt zum Beispiel die Klimakatastrophe, dann die Geschichte mit den Kriegen, wir haben Spannungen mit Russland, wir haben das Problem mit Syrien, mit Flüchtlingen. Das heißt, wir haben schon einiges an Krisen momentan. Davor gab es mal eine Ölkrise, wo man dann dachte, das Öl geht bald aus. Davor gab es Kalten Krieg mit zwischen dem Westen und dem Osten. Also es sind immer irgendwelche Sachen. Irgendwas ist immer, wie man so schön sagt. At the very least, I believe it may be in the class's best interest to cancel this month's field study. Zumindest denke ich, es wäre im Interesse der Klasse, die Exkursion diesen Monat ausfallen zu lassen. We could always resume them once the terrorists have been arrested and the situation in Crossbell calms down. Wir können das immer noch wieder aufnehmen, sobald Terroristen gefangen wurden und sich die Situation in Crossbell beruhigt hat. Also, dem muss ich entschieden widersprechen. Wenn man einmal etwas aufgehört hat, ist es sehr schwierig, damit dann auch wieder anzufangen, einfach so. Dann wird immer wieder ein Grund gefunden, das so zu belassen, dass man es nicht mehr macht. Also, es ist immer leichter, den Status quo zu erhalten, als jetzt was zu verändern. Und wenn man das jetzt hier einmal verändert hat, dass es nicht mehr gemacht wird, ist es ganz schwierig, das wieder aufzunehmen. Und dann kann ich nicht nachvollziehen, wo denn das Problem jetzt ist mit den Terroristen und so weiter. Nehmen wir mal, wir machen wieder so eine Exkursion, wo wir eine Handelsmesse besuchen oder so. Wen würde das interessieren? Und wenn wir eine Exkursion machen, um uns den Norden anzugucken, es interessiert doch die Leute gar nicht und es interessiert auch die Terroristen nicht. Es sei denn, die Terroristen haben jetzt ganz klar verkündet, jo, die werden jetzt Klasse 7 angreifen, wenn sie die irgendwie außerhalb der Akademie erwischen. Dann wäre es eventuell sinnvoll, aus der Sicht der Verantwortlichen hier die Exkursion zu beenden. Arise, O Youth, and become the foundation of the world. Erhebt euch, O Jünglinge, und werdet zur Grundmauer dieser Welt. Oder zum Fundament, genau, dieser Welt. I'm sure you all recognize the words of Emperor Dreykos. They become something of a school motto here.
Ich bin sicher, ihr erkennt alle die Worte von Kaiser Dreichels wieder, denn sie wurden ja so etwas wie das Schulmotto. It's my belief that Class 7's actions at Gorelia Fortress perfectly embody the spirit of that directive. Und ich glaube tief und fest, dass die Handlungen von Klasse 7 in der Festung Garelia perfekt verkörpert haben den Geist dieser Direktive. They stood together to stop a tragedy in the making and, in a sense, protected the foundation of our world. Sie standen oder haben zusammengehalten, um eine sich anbahnende Tragödie zu verhindern. Und in gewisser Weise haben sie so das Fundament unserer Welt beschützt. No one ordered them to do it. They took action of their own free will. Niemand hat es ihnen befohlen. In their hearts what was right. Entschuldigung. Niemand hat es ihnen befohlen. Sie haben aus ihrem eigenen freien Willen gehandelt, weil sie es wussten, tief in ihrem Herzen, was richtig ist. Some might call it recklessness. Some may think it rash. Some may even venture to call it hubris. Einige nennen das vielleicht ungestüm, andere unüberlegt und einige nennen es Hybris. Das Wort kenne ich leider nicht. Also auf jeden Fall, natürlich würden jetzt Leute wie Neidhart und so das nicht gutheißen, weil es ja jenseits jeder Ordnung ist, was getan wurde. Aber letztendlich war es ja das Richtige. However, as chairman of this academy, I'm incredibly proud of what the brave young men and women of Class 7 achieved. Aber als Vorsitzender dieser Akademie bin ich unglaublich stolz, was diese tapferen jungen Männer und Frauen von Klasse 7 erreicht haben. Your Highness. Eure Hoheit. Troubled times may lay in store for Erebonia. And for the entire continent in the months and years to come. Schwierige Zeiten liegen vor Erebonia und auch für den ganzen Kontinent. But I believe that makes something like Class 7's field studies all the more significant. Aber ich glaube, gerade deshalb hat die Bedeutung der Exkursion von Klasse 7 noch weiter zugenommen. The experiences they're having now will help them find the strength and the means to press on through adversity. Die Erfahrungen, die sie mittlerweile gesammelt haben, wird ihnen helfen, die Stärke zu finden und die Bedeutung, sich vielseitig zu entwickeln, beziehungsweise die Dinge auf vielseitige Art und Weise zu lösen. I can't be the only one who feels this way, can I? Ich kann doch nicht der Einzige sein, der so fühlt, oder? They do seem to be showing remarkable growth. That much is true. Ja, sie zeigen bemerkenswertes Wachstum. So viel stimmt. Although I have no idea how much my daughter is really capable of, immature as she is. Allerdings habe ich keine Idee, zu was meine Tochter überhaupt in der Lage ist. So kindisch, wie sie noch immer ist. I could say the same of my hothead of a son. Ja, von meinem hitzköpfigen Sohn könnte ich sicherlich dasselbe sagen. I do wonder about my brother sometimes. Ja, ich frage mich das auch manchmal bezüglich meines Bruders. However, it does seem that enrolling at this academy has helped him start breaking out of his shell. Allerdings habe ich das Gefühl, dass seit er sich an dieser Akademie eingeschrieben hat, es ihm geholfen hat, so langsam aus seiner Schale sich frei zu hauen. Also ich stelle mir das gerade wie so ein Vogel vor, der sich aus seiner Schale frei pickt in die Freiheit. With the Academy Festival coming next month, we hadn't even planned a field study. Da nächsten Monat das Akademiefestival stattfindet, hatten wir nicht einmal eine Exkursion geplant. Meint er erst nächsten Monat und meint jetzt diesen Monat?
Weil wir haben jetzt ja September und eigentlich müssen wir im September müssen wir wieder praktisch Prüfung haben, wieder Exkursion und so weiter. So the issue at hand is just whether to hold a field study at the end of this month or not. Ach so, meint er doch, nächsten Monat ist Festival, da sollte sowieso keine stattfinden, also geht es nur darum, ob wir diesen Monat, am Ende dieses Monats, eine Exkursion stattfinden lassen oder nicht. I'd like to ask those in favor of going ahead with this month's field study to please raise their hands. Und daher bitte ich diejenigen, die für eine Weiterführung der Exkursion diesen Monat sind, bitte die Hand zu heben. Und wir wissen es nicht, das ist ja fies. Exkursion, Exkursion.